Ich lauf ohne Kompass, spür den Gegenwind. Wie ein Schiff ohne Segel treib ich vor mich hin. Woher soll ich erkennen, welche Richtung jetzt stimmt? Und ja, ich frag mich, wann hat all das ein Ende? Wann macht's wieder Sinn? Hab was schon vergessen, wer ich wirklich bin? Löse mich von meinen Ketten, wie von vorn beginn. Ich will wieder gleich, es war noch nie so leicht, wieder ich selbst zu sein. Schalte alles ab und fang, ich brauch kein Vergleich. Fühl mich wieder leicht, bin froh, ich selbst zu sein. Ich will wieder. Nervosität geht nie weg und ich glaube, sie wächst auch immer mehr. Weil natürlich, ich glaube, Nervosität zeigt einem auch immer, wie wertvoll, wie kostbar das gerade ist, was man macht. Und deswegen, ja, lernt man damit umzugehen, aber es bleibt und es wird eher mehr, ehrlich gesagt. Ich schreibe jeden Abend, wofür ich dankbar bin, auf. Ach. Also, und das ist so auf Papier oder? Ja, ich habe so Dankbarkeitsbücher, wo ich einfach aufschreibe, wofür ich dankbar bin. Und das fühlt sich immer schön und es lässt sich immer was finden. Und es hat manchmal gar nicht so mit den Riesendingen zu tun im Leben, eben eine Erfolgsquote oder eine schöne Sendung, sondern die kleinen Dinge, wenn nur schon ein Lächeln von einem Menschen kommt, eine Geschichte, die erfahren. Ich brauche keinen Vergleich, fühle mich wieder leicht, bin froh, ich sehe.